Meeresangler sollten wenigstens einmal Heringsangeln gewesen sein. In der Heringssaison im Frühling und Herbst wandern jedes Jahr tausende Angler an die Küsten der Nord- und Ostsee. So pilgerte ich ebenfalls im Herbst an die dänische Nordseeküste, um Silber zu bergen. Sind Heringe am Angelplatz, dauert es im Allgemeinen nicht lange und man kann sich ganz unkompliziert seine Mahlzeit zurechtkommen. So auch bei mir. Der erste Hering ist gefangen und weitere Heringe folgen auch peu à peu. An meinem Angelplatz waren keine riesigen Schwärme von Heringen zu erwarten, jedoch kam nach ein, zwei Stunden genug Fisch zusammen, um nach getaner roter Arbeit eine Leckerei zuzubereiten, die übrigens nicht nur uns gut schmeckt. Denn auch Seehunde holen sich noch im Hafenbecken ihren Teil der Mahlzeit und sorgen für spannende Augenblicke im Hafen. Fangen sollte man nur so viel, wie man auch wirklich verwerten kann, denn extreme Massenfänge werfen kein gutes Licht auf die Anglerschaft und schaden zusätzlich den Heringsbeständen, die sich ohnehin in der heutigen Zeit etwas in der Bredouille befinden. Denn zukünftige